So, willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Und zwar sind wir hier in diesen Arcadia hier. Zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Alter. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Ja, bleibt mal cool, ey. Erstmal halt einsammeln, geh zur Metrostation. Oh, da liegt ja einer. Rest in peace, Bruder. Mr. Garn. Aber wir gucken uns hier nochmal vorher um. Kann ja sein, dass hier was liegt. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Ja, denk schon, ja. Boah, Alter. Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Ich kann dir helfen, oder haust immer ab. Dich gleich wundern. Hallo. Hast ja Glück gehabt, ey. Na komm, wo bist du? Ein bisschen daneben war. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Waldspaziergang zu pflanzen, und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Ryan fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Alter, hörst du schießen hier? Boah. Na, dann machen wir anders. Oh, schieß doch mal, verdammt. Mann. Shit, ey. Arcadia, hier gehen wir mal richtig. Boah, Alter, hier. Ist ja mal wieder richtig Action. Oh, ich höre was.
Oh, komm. Boah, ey. Shit, Alter, der macht uns fertig. Da kommen wir nicht lang, schade. Ah, Bogenverbandkasten, ey. Oh. Ah, komm. Ah, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Alter, ich hab keine Ahnung, wo ich war. Ja, komm. Ach, Mann. Den Krieg kalte zeigt dir. Piss dich, Alter, das Wein, Adam. Möchte dir dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einen Teddybären, in die du einem Gardaskan findest. Oh, toll, ey. Vielen Dank, Mister. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Na, das hört doch Jana. Oh, Big Daddy, ey, ja, geil. Nice. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Schill doch mal. Einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt steht. Oh, komm. Und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte. Ey. Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Piss dich, Alter. Na, alles klar, ey. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Boah, jetzt war er ohne mehr kommen. Ja, Bäume! Bäume! Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen. Und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sammy. Vielleicht hätte sie niemals hierher kommen sollen. Das stimmt doch was nicht. Jetzt hören wir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Ja, super, ey. Scheiß Unterwasserbild hier.
für mich finden. Suche in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Sammel ein. Oh Mann, ey. Unkenextrakt. So. Ah, komm, komm. Oh, das hast du nur davon. Du bist minderwertig. Ah, Alter. Blöde Kuh, ey. Brauch unbedingt ein Medikit, ey. Von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Tja, ich brauche immer ein Medikit und nicht den Scheiß. Kleine Drecksau, ey. Ach Mann. Hier ist das Gift. Tötet ihn. Das Gift. Das Gift. Zertrete den Parasiten. Dann kommt her hier. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Ja, ach ne. Leck dich ab, ey. Hier und jetzt. Es ist noch nicht zu spät. Ich geh's an. Ach, meine Fresse, ey. Ey, brauch ein scheiß Medikit. Ist ja furchtbar. Alles, was ich nicht brauche. Braucht das andere, ey. Mann. Sehr schön. Gucken wir uns hier mal um. Medikit, sehr schön. Ja, da kommen wir schon mal nicht lang. Ah, Medikit, herrlich. Von da sind wir gekommen. Alter, du bist ja verrückt, ey, hier. Na, was haben wir hier? Ich wünschte, sie würden sterben. Ich mag diese Schmutzwinkel. War hier, okay.
Na gut, hier sind wir schon mal richtig, sehr schön. Oh ja, da Fallspitzen ohne Ende. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Hier ist ja alles verwanzt, ey. Der ist ein bisschen weit weg, ey. Komm, komm, komm. Ey, ist ja krass hier, ey. Von Plasmiden zu beschränken. Der Nebenwirkung. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien. Oh geil, wärmesuchend. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Alter, wo kommen die her, ey? Ist ja nicht mehr normal. Bakterien sind mikroskopisch klein. Das sollen wir zumindest glauben. Danke, Mr. Bubbles. Bin mal kalt, ey. Wieder halb tot, ey. Ja, den mache ich kalt, das kannst du mir glauben. Können wir nicht gebrauchen. Ah, da fehlt nicht mehr viel, ey. Ah. Ah, komm, da kriegen wir hin. Auch Mutti, das freut mich natürlich. Ich brauche einen Waffenschrank, ey, unbedingt. Sonst wird das hier nicht. Jetzt mal auf die Hütte. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in dein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Ja, geil. Was haben wir hier? Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophyll-Lösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen.
Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Okay. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche rauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam, das ist wie schwarzgebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Ja, hast du recht. Da ist die Alte. Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum. Ach du Scheiße. Zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des... Ich würde sagen, ich stoppe hier erstmal, mache erstmal Stopp und mache in der nächsten super spitzigen Runde weiter. Also bis dann. So, willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Sind wir immer noch hier in diesen Arkadien und weiter jetzt. Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Was ist das? 9, 4? 9? Oder steht da Help? Keine Ahnung, ey. Boah. Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommt, schiebt Ryan es ein Stück weiter von uns weg. 9, 4, 5, 7. Oh, warte mal, ey, das kann ich mir nicht merken, ey. Warte mal, 9, 4, 5, 7. Boah, was ist denn das für ein hübsches Teil? Stillleben mit Pflanzen benutzen. Ah. 9 4 5 7. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich 100%ig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. Bienenspucke. Dieser leistungsstarke Schrot explodiert beim Kontakt und fügt allen 10 zusätzlichen Schaden zu. Sprengschrot für die Schrotflinte. Oh, nehme ich doch. Und das nehme ich auch gleich. Herrlich. Explosivschrot, Alter. Jetzt geht es richtig ab, Alter. Drücke M, um eine Übersicht über alle Teile des Ziels zu erhalten. Ja. Er findet. Oh, ey. So schnell kann kein Schwanz lesen, Alter. So, wahrscheinlich müssen wir erstmal hier raus. So. Stickstoffgranate, Napalm. Sehr schön. Nur ja, geil. Na, ja, lauf du doch, Alter. Renn, Alter. Ach, boah. Jetzt.
Scheiße. Dieses Scheißteil, ey, echt. Oh ne, ey, nicht er. Jetzt liegt er da. Du liegst auch gleich da, ey. Scheißteile, Alter, die sind überall, ey. Oh, Muni. Verbandkasten. Sehr schön. Egal, ich hab dir genug Geld im Rachen geschoben eben. So, da haben wir noch ihn. Ja, mal nachladen hier die Scheiße. Ja, der steht hier ruhig. Hacken kann man bitte. Die Firma dankt. Was liegt hier? Also das hier hacken, Alter, das ist. Sehr schön. Willkommen im Zirkus der Werbieder. Wunderbar. Achso, du bist da. Kommen wir hier jetzt irgendwie raus? Müssen wir hier irgendwas einsammeln? Müssen wir mal gucken, wo wir das ganze Zeug herkriegen, ey. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Farmers Market, alles klar. Dann geht da mal hin. Farmers Market. Alter. Brauchen drei Schüsse, Hammer. Plantage. Na, hier sieht es schon mal gut aus. Oh, Alter, brennt, Alter. Bitte, bitte. Willkommen im Zirkus der Werte. Komm wieder, wenn du Geld hast, komm. Nee, ich hab kein Geld. Ja, den haben wir schon geplündert. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Ah, okay.
Boah, Hammer, ey. Auf geht's zur Farmers Market. So, Spiel gespeichert. Wir machen auch hier auch erstmal Stopp, weil wir wollen ja im neuen Part mit einem neuen Titel anfangen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall da in dem nächsten Part, und zwar Farmers Market. Also bis dann.